Okay, da ist Stroh, da liegt Stroh rum. Oh, na gut. Das geht auch. Dinge, die ich selber nie tun würde. Im Leben würde ich das nicht tun und wahrscheinlich ist es auch gesünder. Weil man sich wahrscheinlich alles bricht. Oh, sag mal. Ach, das geht nur mit Basim, ne? Aufbrechen. Okay. Aber hast du auch eine Maske auf? So. Komme ich überhaupt raus? Da. Tod und Verderben, Tod und Verderben, Tod und Verderben, ja. Oh Mist. Upsi. Das ist eine Falle. Warum sollte Fulke uns ihr Sanktum überlassen? Hallo Basim. Sie lockt uns. Selbstsicher und überheblich. Eigenes Scheitern hält sie für unmöglich. Ihr fürchterlicher Scharfsinn gibt ihr recht. Hier wird eine unauffällige Klinge benötigt. Lass dich nicht unter den Zorn lassen. Dein Tod wird deinem Jahr nicht helfen. Wir finden ihn. Zu den Waffen, Basim! Also sollen wir einfach die Ochsen hineinstolpern? So. Ja, da war der Basim mal kurz bei uns. Infiltriere die Kathedrale. Da kam der einfach zu uns. Naja, wenn er schon mal da ist, dann infiltrieren wir die Kathedrale. Dann machen wir das mal. Nett, dass er gerade da war. War so nicht geplant, aber naja. So ist das Leben. Ich brauche Unterstützung. Wenn sie noch hier ist, brenne ich dieses Christushaus nieder. Keiner bemerkt. Was willst du tun? Und so, ja, das ist, okay. Nice. So. Okay, da müssen wir irgendwie rein. Da würde ich gerne irgendwie rein. Darüber vielleicht. Wir gucken mal. Infiltrieren geht bei mir oft einher mit Filetieren. Das geht bei mir Hand in Hand. Da kenne ich nichts. So, aber hier gibt es ja gar nichts. Huch, außer ein paar Grafikfehler. Hier gibt es ja nix. Da ist noch eine schöne Tür. Natürlich verschlossen. Die muss von der anderen Seite versperrt sein. Verriegelt. Okay, da oben rüber kommen wir nicht, ne? Okay. Ach, siehst du. Da hätten wir noch. Da unten ist ein Schlüssel, aber das bringt uns aktuell nichts, weil wir noch keine Kiste zum Öffnen haben. Ist hier denn gar nichts? Ich wollte mal von der Seite gucken hier. Ne, da kommen wir auch nicht rüber. Okay. Wie kommen wir denn? Wir müssen irgendwie dahin. Achso, okay. So, warte. Verdammt. Ich weiß nicht, wie man da rüberkommt. Du fokussierst nie die Mobs an. Wieso? Weil mich das bei der Steuerung stört, ehrlich gesagt. Ich mache das bei großen Mobs, also bei Chef-Mobs quasi, da mache ich das. Aber nicht, wenn wir so diese kleinen Fights haben. Da gehe ich nicht raus, da geht's mir wieder nach draußen. Oh Gott, hier ist alles furchtbar. Ich gehe mal hoch.
So. Mich würde schon mal interessieren, hast du deine Stimme Bass hinzugefügt auf OBS? Warum soll ich das denn tun? Nein, da ist kein Bass hinzugefügt. Und wenn, also ich habe meine Stimme übers Mischpult eingestellt. Warte mal. Ja, moin. Das ist ja okay. Aber hier kommen wir nicht rein, ne? Ne, da kommen wir nicht rein. Aber zufälligerweise geht da diese Tür aufs Dach. Okay. Ich guck mal von oben. Kommen wir auf der anderen Seite rein, hier zum Beispiel. Ah. Verarschen. Du willst mich doch verarschen. Okay, warte. Was siehst du da oben, Sühnen? Keine Fenster offen, keine Fenster offen, keine Fenster offen, keine Fenster offen. Keine Glasfenster, die man kaputt machen könnte. Okay. Die Kirche ist ein bisschen verzwickt. Ja, nun. Es fällt zum Glück kaum auf. Das weiß sie gut zu kaschieren. Das fand ich echt tricky. Okay, es gibt einen Weg, aber das kriegst du schon hin. Okay, da bin ich gespannt. Also diese Fenster, man sieht, sie sind verstärkt mit Eisen. Da kommen wir nicht durch. Hallo? Ja, lauf wie der Wind. So, warte. Sag mal, wir haben doch die Pfeile, die Türen durchschlagen, oder? War das der hier? Haben wir die jemals ausprobiert und haben die jemals funktioniert? Die haben noch nie funktioniert, ne? Sie wurde wohl verriegelt. Ah, die schießen durch Wände, aber die können nicht durch versperrte Türen schießen. Sehe ich richtig, ja? Diese komischen, extra starken Pfeile. Geht leider nicht. Also die kommen durch Steinwände, aber die kommen nicht durch verschlossene Türen, weil die Pfeile den Schlüssel nicht haben. Hab auch ewig gesucht. Richtig nervig sowas. Alles klar, okay. Okay. Dann machen wir das so. Wurde rausgepatcht, weil die Entwickler das Rätsel behalten wollen. Alles klar, okay. Na gut. Na gut. So, dann haben wir das. Okay, das kriegen wir auch auf. Entweder hängt da was. Ja, dann machen wir. Wir machen Klassiker. So. Das hört da draußen keiner. Ah, die Brigantinenrüstung. Das Set haben wir bald komplett, glaube ich, ne? So. Okay. Gut. Dann haben wir's. Rätsel. Huch, das wollte ich gar nicht. Was siehst du? Ich wollte eigentlich hier gucken. Was war denn das hier nochmal? Habe ich völlig vergessen. Hier können wir einen Umtrunk machen. Und hier gibt es noch überall, wenn wir das wollen. Suche nach... Ah, wir müssen eh Fulke suchen. Okay. Das ging wesentlich schneller als bei mir. Oh, ich habe aber gerade auch einfach, mehr Glück als Verstand wahrscheinlich. Ich habe gelesen... Ich weiß, ob das geht. Oh, das geht auch. So hätte man es auch machen können. Das stand im Chat. Aber da hat man die Tür schon offen. So. Fulke ist aber drin.
Weil der Questmarker zeigt hier auf die Kirche. Die soll hier also irgendwo sein. Da hinten ist noch eine Tür. Okay. Ah, da ist ja noch eine Monasterie. Okay, das lasse ich lieber. Gott, was ist denn jetzt? Wir bringen die eh alle um. Wir müssen nicht, aber wir können es halt. Wieso kann ich gar keine zweite Axt werfen? Mir nach. Ach, bist du? Okay. Ach, da kommt der nächste, alles klar. So. Verteile mich. Auf deinem Rücken. Basim schafft das. Oh, ein Schlüssel. Ich sehe doch hier einen Schlüssel. Wer hat denn hier den Schlüssel? Nein. Basim, bitte, hör auf zu spielen da hinten. Basim. Beeil dich bitte. Können wir dann weiter? Nein, immer noch nicht. Okay. Gut. Der Basim. Oh. Die kommen jetzt alle, wa? So, Basim, können wir dann bitte? Basim, können wir dann bitte? So, wer hat den Schlüssel hier? Oh, der ist irgendwo da im Underground. Okay. Guten Tag. Immer schön, dich zu sehen, Eivor. Was? Sonst bleibt hier einfach zu viel Arbeit liegen. Was? Um Gott, nein. Wir suchen immer nach Hilfe. Also komm jederzeit vorbei. Alles klar. Ja, tschüss. ja. Diese Daily Quest lassen wir mal komplett weg, ja? Ich hoffe, ihr seid mir da nicht böse, wenn wir die einfach mal, So. Nein, da ist niemand. Jesus, was passiert denn da? Ja, es ist Jesus. Der brennende Busch. Mein Busch brennt. Du musst löschen kommen. Schnell. So. Buschbrand 1, Soldaten 0. Okay, mal gucken, wie kommen wir denn da rein? Daily und Weekly Quests. Ja, da bin ich raus. Passen wir da oben? Nimmst du mal deinen Arsch aus dem Bild, Basim? Sag mal. Passen wir da durch? Ich check das mal. So. Was? Mein Busch brennt. Was? Oh. Kann es sein, dass wir da vielleicht... Was ist denn... Ist das vielleicht von innen nicht texturiert? Könnte es die Möglichkeit sein, dass das vielleicht, Ups! Hallo, liebe Map-Designer! Huch! Das ist jetzt aber unangenehm für alle. Okay, da kommen wir nicht durch. Der ist beschwert. Aber kann man da nicht durchgucken? Ich muss mal ganz kurz... Gehen in die Leere. Also. Hier ist halt gar... Da sieht man halt gar nichts. Ich meine, ist auch clever, aber... Ja. Ja, das ist, nur ein bisschen peinlich. Also, irgendwo muss ich nach unten gehen oder von unten irgendwo durchgehen. So, Ter. Geht's hier unten vielleicht durch? Nee, ne? Basim versteckt sich, glaube ich, unten. Wir müssen eh nach unten.
Das ist Titan, das brauchen wir nicht unbedingt. Also wir brauchen es schon, aber nicht jetzt. Hier gerade eben. Ja. Das nennt man offene Bauweise. Wie kann sein, dass du immer solche Fails findest? Ich weiß nicht, das... Die sind halt da, die fliegen einem so zu. Ich streng mich ja nicht an. Okay, vielleicht kommen wir durch eine andere Kathedrale da unten rein. Durch eine der anderen hier. Wir haben noch nicht alle abgesucht, ne? Hier zum Beispiel. Okay, gut. So. Ah, wunderschöne Quartiere. Sehr schön gebaut hier auch. Gut, hier ist die Tür. Da waren wir, glaube ich, auch noch nicht drin, oder? Ist das die, wo wir drin waren? Ich bin mir nicht sicher. Nee, da lebt noch jemand, glaube ich. Wie viele Gebäude ist hier? Hey, oh! Okay. So, hier ist Wikipedia. Hier ist Wikipedia. Okay. Oh, warte. Bedauernde Antwort. Werte Sünnewünne. Es reicht. Ich werde Regin Live und Podletius nicht taufen. Zum einen haben sie keine Seele und kommen somit auch nicht in den Himmel oder in die Hölle. Zum anderen hat mir Bruder Herwald glaubhaft mitgeteilt, dass sie es hassen, nass zu werden. Der Biss ist übrigens noch immer entzündet. Drittens sind es Katzen. Und abschließend sind es immer noch Katzen. Ich weiß, dass die letzten beiden Punkte sich wiederholen, doch sie sind der Hauptgrund meiner Ablehnung und daher wiederholenswert. Dein ergebener Diener, Vater Graziosus. Ja, okay. Jemand wollte also seine Katzen taufen lassen. Ob das eine gute Idee ist, weiß ich auch nicht genau. Das ist eher fragwürdig. Wir wissen immer noch nicht genau. Okay, warte, weißt du, was ich mal mache hier? Ich muss sehen, was du siehst. Ja. Okay, das ist sehr groß hier alles, ne? Da wäre das da, aber... Okay, flieg mal ein bisschen schneller, komm. Der Questmarker schickt mich immer zu dem hier. Da oben ist aber auch nichts drin, ne? Nee, da waren wir ja auch schon. Und wir haben da unten aber auch noch was gehabt. Und hier unten ist noch irgendwo der Schlüssel, aber ich weiß nicht genau, wie wir da hinkommen. Da müssen wir mal... Das weiß ich noch nicht genau. Da war ich zu ungeduldig. Was denn jetzt schon wieder? Können wir nicht in Ruhe mal das Kloster ausplündern? Mann! Das muss doch nicht sein. Moment! Shit. Du entkommst nicht, du räudiger Köter! Doch! Achso, wir sind ja sichtbar. Naja. Lang wird es nicht mehr dauern. Okay. Die Klinge ist gut. Der lebt ja noch. Sag mal, Basim. Wieso lässt Basim denn Leute leben? Okay, cool. Die sind auch weg. So. Was würdest du eher bevorzugen? TwitchCon oder Gamescom? Ich glaube TwitchCon, aber aus dem Grunde, weil wir waren in San Diego da
Und wir konnten auch ein bisschen rumlaufen. Also uns auch frei bewegen und sowas. Und das ist auf der Gamescom schon seit Jahren nicht mehr. Gamescom ist ja bei uns eigentlich eher Community-Treffen. Was ich auch sehr cool finde. Aber zum selber sehen eher die TwitchCon. Was denn jetzt schon wieder? Ja, das funktioniert so aber nicht. Okay, der ist gleich weg. So. Da oben aber auch noch nicht, ne? Ich zieh lieber die Kapuze auf. So. Wir sind wieder raus, glaube ich, aus dem Dingens, ne? So. Bögen bei Assassin's Creed sind eigentlich ganz nice. Ich habe nur mal das Problem, dass ich mit dem Gamepad halt nicht... Ich bin ja leider sehr schlecht beim Zielen immer. Hallo. So, da oben lag schon einer rum. Jetzt wird's richtig dunkel. Okay. Gut. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich die suchen soll. Ich gucke jetzt nochmal da, wo der Questmarker ist, aber ich habe das Gefühl, dass wir da... Also wir haben doch da alles abgesucht. Lasse ich mich dazu sehr vom Questmarker verführen? Warte mal, hier geht's... Hier geht's auch nirgends nach unten, ne? Wenn ich jetzt hier irgendwie... Zeig es mir. Wenn ich jetzt hier so ein bisschen schaue. Ich bin es jetzt von Origins gewohnt die ganze Zeit, weil ich das ja immer noch privat spiele ab und zu mal. Dass ich da dann vielleicht mal eine Treppe nach unten finde oder so mit unserem kleinen Vogel. Aber hier, da kann ich saufen, da ist ein Schlüssel, da kriegen wir noch die anderen Dinger, aber pff, der Falke sucht nach Fulke. Ja, hier ist ja nicht so viel. Hallo. Also da drin. Der Rabe kann nichts mehr. Nee, kann er auch nicht mehr. Also ab und zu mal, wenn du so ein Questgebiet hast, wo du ein bisschen absuchen musst, dann ja. Dann geht's. Aber hier... Gefühlt ist der Vogel hier fast nutzlos. Oh, Entschuldigung. Ich hab sie nicht gleich gesehen. Haben wir hier drin alles abgesucht? Das ist die Frage. Nein, offenbar nicht. Okay. Hier geht's auch nach unten. Warte. Kurz mal gucken. Hier ist keine Truhe. Okay. Das muss der Weg zur Volkes Sanctum sein. Dann gehen wir. Wieso dreht es sich um? Huskarl. Du bist also der Huskarl, ja? Karl, das tötet Menschen. Der Gestank hängt an allem. Hilf mir, Bassem. Sigurd ist hier drin. So, ob sie ihn schon geopfert haben, den Sigurd? Nee, der wird ja... Der Sigurd wird dem Orden beitreten. Das war meine Vermutung. Ich glaube... Volker! Ich bin hier! Stell dich! Gib Acht, Eivor. Du spielst ihr in die Hände. Leider wahr. Okay.
Was sollen diese Wortgeflechte über Elfen und Dämonen bedeuten? Elfen und Dämonen? Okay. Die Pläne für die große Feste in Westsexe. Hilft uns irgendwas davon, dort einzudringen? Weiß ich nicht, sag du es mir. Hier ist die Steintafel. Seltsame Inschrift. Sagenstein-Inschrift, die Sigurd gelesen hat. Wohl jetzt, glaube ich, von Assassin's Creed-Spielern übersetzt, die Sprache, ne? Wenn ich das richtig mitbekommen habe. Nach 12 Jahren oder so haben sie es geschafft. Und es war auch beabsichtigt mit Valhalla, dass den Spielern das gelingt. Einzelheiten zum Orden der Ältesten. Fulke hat eine hohe Stellung, ist aber nicht die Anführerin. Okay. Liber Antiquae Deorum. Jeder soll unsere bescheidene Herkunft kennen. Wir sind die Instrumente der alten Götter. Wir sind der Unrat einer alten Welt. Und doch sind wir die Hoffnung einer wiedergeborenen Zeit. Fassen wir unsere hehren Ziele in Worte. Wir sind die Hirten des Willens unserer Schöpfer. Wir sind die Verwalter der Werkzeuge unserer Schöpfer. Wir sind die neuen Herren der Welt, die sie erschaffen haben. Lasst keinen Zweifel daran bestehen, wem unsere Treue gilt. Das haben wir schon mal gelesen irgendwo. Der Vater des Verstehens leitet uns. Die Mutter der Weisheit spornt uns an. Die heilige Stimme erfüllt unsere Herzen mit Mut. Lasst es alle wissen. Wir Männer und Frauen vom Orden der Ältesten, das haben wir schon mal gelesen. Bei Odin, welch krankes Geflecht sie spannen. Für jeden vergossenen Tropfen Blut werde ich ein Miethorn mehr nehmen. Fulkes Tagebuch, Tobias Fulkes Tagebuch. Ich stürze mich in die Arbeit an dieser seltsamen Sprache, die ich für Kaiser Ludwig entziffern soll. Und doch reicht mein gesammeltes Wissen über die Alten und ihre Artefakte nicht einmal aus, um den dünnsten Lichtstrahl auf diese wunderschöne Schrift zu werfen. Ludwig sagt, dass diese Worte aus einer Radierung stammen, die ein junger Paladin in den Tagen von Karl dem Großen gesehen und abgeschrieben hat. Doch Ludwig weiß nicht, wo in unserer Welt die ursprüngliche Inschrift entdeckt wurde. Auf einem Tempel, einem Grabmal, einem Felsbrocken? Es ist unmöglich zu sagen. Immer und immer wieder ziehe ich den Stein aus meinem Besitz zu Rate, auf der Suche nach Zusammenhängen zwischen ihm und den Worten, die von der Radierung abgeschrieben wurden, doch kein Ergebnis. Das sollte mich nicht überraschen. Der Stein selbst ist nur ein Fragment, das, wie man mir sagte, vom Eindringling Ragnar Lodbrok aus Nordwege mitgebracht wurde. Deshalb nenne ich ihn den Sagenstein. Kannte er den wahren Wert des Gegenstands, den er dabei sich trug? Welch glücklicher Fund! Ich bin in den Besitz eines Mannes gekommen, der das Mal der Alten auf seinem Hals trägt. Ich erschaudere, wenn ich daran denke, was das bedeuten könnte. Könnte er ein wiedergeborener Alter sein? Oder das Kind eines solchen, das nun nach so vielen Jahren auf den Plan treten soll? Ich habe Erzählungen von einem gehört, den sie den wiedergeborenen Aita nennen, aber dieser Mann hat nicht diese unverwechselbaren Augen. Ich werde tun, was ich kann, um ihn auf verborgene Geheimnisse zu untersuchen, und mit etwas Glück wird sich mir die Sprache der Alten erschließen. Das Evangelium von Maria Magdalena. Ja, Tobi ist aber nicht mehr derselbe. Der Tobi ist einfach der Fulke, der hat... Oder ich meine, früher war der ein anderer. Vielleicht ist er ja heute so. Früher war der ein anderer. Sigurd. Okay. Folterstuhl. Alter. Nein! Was ist los? Sag, du hast was gefunden. Was Brauchbares. Vielleicht. Eine Feste in Sutzexe. Da bildet der Orden Soldaten aus. Wir müssen sicher sein. Sigurd, bleibt nicht viel Zeit. War das Sigurds Arm? Ganz normaler Bürostuhl. War das Sigurds Arm? Sonst irgendwas?
Schriften, die für die Verborgenen von Interesse sind. Hightam will sie sicher sehen. Aber was Sigurd betrifft, ist unser einziger Hinweis Portcaster. Wenn er im Kastell von Portcaster ist, werden wir ein riesiges Heer brauchen. Ich habe inzwischen viele Freunde in Englerland. Wenn ich sie bitte, werden sie kommen. Das werden sie. Basim, sie hat ihm den Arm abgeschnitten. Kann man solch einen Verlust überleben? Körperlich ja. Geistig ist es schwer zu sagen. So etwas kann jemanden in die Verzweiflung treiben. Wenn du meinst, dass er sich wie Tedmund umbringen könnte, verbanne diesen Gedanken. Ich muss meinen Leuten sagen, dass ihr Jarl gefangen bleibt. Das wird ihnen nicht gefallen. Wir werden nicht noch einmal scheitern, Eivor. Ich spähe voraus und sende Kunde zur Siedlung, wenn ich mehr über Portcaster weiß. Sei bereit. Holy shit, hatte er nicht in der Vorahnung mit Fenrir nur noch einen Arm? Das weiß ich nicht mehr, das ist ja ewig her. Das ist ja schon... Dass wir das gesehen haben, ist ja Monate. Aber die Frage ist, warum lockt uns Fulke hierher, um uns das zu zeigen letzten Endes? Die wusste, dass wir das sehen werden, die hat das für uns hinterlassen. Können wir noch mal rein? Wir können da nicht mehr rein, ne? Warum... Oh, wir können da noch mal rein, okay. Neuer Gaming-Chair. Das ist so für 48 Stunden Streams, damit du wach bleibst. Notizen zu Sigurds Fortschritt. Abschotten. Ich muss alle Sinneswahrnehmungen verhindern. Kein Licht, keine Berührung, keine Wärme, keine Stimmen. Um den Gott in sich zu erwecken, muss der Mensch Sigurd in den Schatten treten. Sein wahres Ich wird mit der Zeit sichtbar werden. Wasser und Brot. Mehr erlaube ich diesem wunderschönen Mann nicht. Er ist ein wahres Prachtexemplar. Fulke läuft aus. Wenn er meinen Namen verflucht, fühle ich die Macht in seiner Stimme. Wenn er sich gegen seine Ketten wirft, höre ich das Knarren der Lederriemen und das Knirschen von Eisen auf Eisen. Er hat Kampfgeist. Aber um diesen Krieg gegen sich selbst zu gewinnen, muss er nachgeben. Sigurd gesteht sich noch nicht ein, dass ich nur sein Bestes will. Mutter des Jahres. Dass ich mich seiner annehme, damit er sein Bestes erreicht. Er kämpft gegen diese Vorstellung, sperrt sich dagegen, und doch bemerke ich ein gewisses Zögern in seiner Stimme, wenn er spricht. Er klingt wie ein Mann, der ständig unterbrochen wird, als würden Stimmen seine Gedankengänge stören. Es funktioniert. Blut fließt langsam aus den Unterarmen. Ein paar kleine Schnitte erzeugen einen stetigen, aber kontrollierbaren Fluss. Es sind nun schon Wochen ohne große Fortschritte. Sigurd hat Gewicht und Körperkraft verloren, aber sein Wille ist stark. Und obwohl er von Visionen gepeinigt wird, hat er sich nicht von ihnen übermannen lassen. Es ist Zeit für einen anderen Ansatz. Sigurd widersteht Hitze und Druck recht gut. Ich habe bisher keine permanenten Veränderungen vorgenommen, aber das wird sich womöglich ändern müssen. Eine Erkenntnis. Ein Satz, den er geschrien hat, als sich der Schraubstock um seinen Kopf zuzog. »Ich bin der Herr der Gerechtigkeit. Du wirst dich vor mir verantworten oder sterben.« Das führt mich auf einen besseren Weg. Ich weiß jetzt, was ich tun muss. Ich weiß, was er verlieren muss. Und das alles? Das alles im Namen Gottes? Ist das im Namen Gottes? Ich bin mir nicht so sicher. Awesome Loop TV, vielen Dank für die Gift des Subs, Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Ist das alles? Ist das, Ich glaube, das Problem ist nie irgendeine Gottheit. Das Problem ist immer die Interpretation der Fleischlichen. Immer. Immer, 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 immer. So. Aber die Frage, meine Frage bleibt. Erstens, wo kommen die Mönche alle her? Zweitens, warum zeigt Fulke uns das? Und auf einmal ist ja kein Kriegsgebiet mehr, also kein böses Gebiet mehr. Ha!
Also die Frau ist auf jeden Fall durch. Das darauf, ne, da sind wir, glaube ich. Wenn ich gesehen werde, gibt es Ärger. Okay. Also Kirche ist ja frei, hier nicht so. Ah, okay. Warum zeigt sie uns das? Warum will sie, dass wir das weiß? Och, schade. Dein Ende naht! Folgt mir! Autsch. Das mit der Rolle kriege ich niemals hin, ne? Nein! Oh, nicht das neue Leder! Nicht das neue Leder! Was soll das? So. Das mit der Rolle werde ich nicht mehr hinkriegen. Funktioniert alles, aber das mit der Rolle nicht. So, da haben wir was. Ist aber nicht das, was ich suche. Warte, muss ich mal probieren gerade. Oh, tatsächlich, gedrückt halten. Alles klar. Ja, das fehlt mir bis jetzt immer. Aber eigentlich habe ich Rollen nie vermisst, wenn ich ehrlich bin. Ich brauche das eigentlich nicht. Oh, Junge, warte. So. Früher war es immer B. Genau, so kenne ich das auch. Und jetzt gedrückt halten. Sehr merkwürdig. Mist. Zu mir, Bruder. Ich hasse das, wenn... Der starke Angriff braucht immer so lange. Ich will die gar nicht töten. Ich will eigentlich nur das Zeug holen. Ich konzentriere mich mal lieber darauf. 68 Meter, bevor ich jetzt hier wieder die ganze Zeit rumlaufe. 52 Meter. So. Da muss ich hin. So. Kurz mal wegräumen. Lass mich raten. Der Schlüssel ist da drin. Ich habe ihn bereits gesehen. Willst du mich verarschen? Ja, gut. Okay. So, Sprengpfeil. Und let's go. Das wirst du nicht bekommen, das gehört dem König, sagt er. Was macht denn der da drin? Ist da gerade Dance Battle? So. Ich glaube, er ist krank. Eindringliche Bitte an den ehrwürdigen Hauptmann von Dofras. Herr Volt, du weißt, wie schwer es mir fällt, dich hierum zu bitten. Die Lage mit den Wikingerkriegern ist so übel geworden, dass ich nicht mehr davon ausgehen kann, dass die Schatzkammer von Kentowidowup vor ihren mörderischen Händen sicher ist. Ich sehe mich gezwungen, sie mit meinem eigenen Schwert zu verteidigen. Wenn ich dir am Herzen liege und deine wunderschönen Briefe und Gedichte sprechen davon, dann schick uns Männer. Edwine, der Hauptmann deines Herzens. Das ist ja auch... Liebevoll. Ist hier Schlüssel irgendwo? Naja, ich gehe erstmal hier. Ah, Sushi. Schlüssel haben wir schon abgenommen. Sehr nice. Hier noch ein Trüchen. So. La 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 la. So. Gut. Die können wir auch aufschließen, ne? Ich weiß aber nicht, was... Ist da was drin?
Die ist nur just for fun, die Tür. Okay. Ach, hier ist noch eine Truhe. Nice. Wenn sie schon mal da ist. Okay. Wir hätten noch. Da drüben haben wir zweimal Sushi. Da würde ich mal kurz rüberlaufen. Wie komme ich denn da hin? Okay, ich muss es prüfen. Warte mal kurz. Ah, schade. Ich dachte, wir können den Wagen in die Luft sprengen. Da drunter ist noch irgendwas. Aber da ist einfach... Ne, wegen den Holzdielen, da habe ich gedacht. Aber habe ich wieder gedacht. Ich sollte aufhören zu denken. Ich darf hier sein. Ich darf hier sein. So. Okay. Misstrauensgebiet, das kennen wir ja schon. Dann 100 Meter darüber, das machen wir gerade. Hauptsache keine Wachen in der Nähe. 200 Meter. Da hinten sehe ich sehr viele Wachen. Sag mal, der war doch vorhin schon tot, ne? Haben wir den vorhin nicht schon hier an dieser Stelle? So, die ziehen gerade ab. Das ist sehr gut, warte. Die Wahl zum Misstrauensgebiet. Was soll ich denn da noch sagen? Ihr macht mich fertig. Müssen die wirklich alle sterben? Du, die sind gar nicht echt. Die sind alle nur virtuell, die sterben nicht wirklich. Der eine ist auch respawned. Also müssen, schmüssen. Man muss natürlich nicht, man kann auch schleichen, aber... Ein Bein? Wer wird das verlieren? Sie oder ich? Was? Okay. Ich bin froh, Tedmund als Aldermann zu wissen. Wenigstens einer von uns. Er wird Kent gut tun. Obwohl, scheint er dir auch verändert? Ich habe ihn beim Holzlager gesehen und irgendwie... Wie verändert? Kleiner, fetter. Was? Was sagst du da? Der rote Spatz wird sich im Kuckucksnest einnisten? Ist das ein Codewort? Hallo, Schwein. Was? Was? Hallo, Schwein. Komische Dinge, sagst du mir da, Seherin Mathilda. Sehr komische Dinge. Okay. Gut, ich rede mal mit dem vielleicht. Mal gucken, was passiert. Mit wem redet dieser Mann? Mathilda, das Schwein sieht die Zukunft. Ach so. Bei Lokis verdrehtem Garn. Ist das ein Streich? Nein, du trinkst und das Schwein redet. Ich trinke? Ja, dann, jetzt bin ich gespannt. Wir haben Fulke gefunden. Okay. Im Wasser wird Eisen schwimmen, so leicht wie ein Holzboot? Was ist das? Eisen? Tja, was ist das für ein Wahnsinn, du Teufel! Oh, meine Augen brennen. Ich spüre nichts. Bist du ein redendes Schwein? Ich, Seherin Mathilda, lüfte den Vorhang. Soll ich dir zeigen, was da kommt, Rabe? Er, beseelt von Gottes Gnaden. Die Herren binden ihn in rote Bänder, zehren von seiner Kraft. Doch sie geben seinem Volke eine Stimme. Es, da könnte das, erstens, ich glaube, das ist Absinth in dem Eimer. Ich muss mehr trinken, um Klarheit über deine Worte zu bekommen, Schwein. Ja, ich auch. Ich brauche nochmal einen. Klarheit. Seltsames Wort.
Ist das überhaupt ein Wort? So, warte. Oi, oi, Junge. So, ich spreche nochmal kurz hier. Dr. Doodle am Start. Wer bist du? Ein Suchender? Ein Wanderer? Ein Mörder? Frau oder Mann? Du trägst deinen Zaubermantel und sprichst mit Raben. Was auch immer in diesem Trank war, es ist mächtig und verstörend. Ach so. Ach, das war schon... Was? Was sagst du da? Der rote Spatz wird sich im Kuckucksnest einnisten? Oh Gott, das ist ja ganz tief. Ja, das war ja, gut, dass wir das, ich hoffe, trink normal. Ich trink, ja gut, komm, wir picheln da einfach nochmal einen weg. Wenn wir schon mal dabei sind, komm, einer geht ja noch. So, Schlückchen, let's go. So. Dreh dich, tödliche Jenny, wirble und spinne. Webe durch die Lämmer, die da blöken und heulen. Okay, warte. Wir vergiften uns bestimmt gerade oder so, ne? Das ist eindeutig Kristallmet. Im Wasser wird Eisen schwimmen, so leicht wie ein Holzboot? Eisen? Tja, was ist das für ein Wahnsinn, du Teufel! Ist eine Zukunftsvoraussicht, ne? Also stimmt schon. Dunkelschwadig kommt er hinter ewiger See. Schlägt sein Schwert in das Land. Ich frage mich, Spinning Jenny. Ich wollte gerade sagen, ich frage mich, ob jeder Satz vielleicht immer irgendwas auf irgendwas hinweist, das man erraten könnte. Komische Dinge, sagst du mir da, Seherin Mathilda. Sehr komische Dinge. Weißt du, was ich meine? Vielleicht irgendwelche Mini-Easter Eggs quasi oder so. Die erste Weissagung war glaube ich Sigurd, wenn ich das richtig verstehen habe. Wenn ich richtig verstehen habe. Punkt null, Punkt null, Punkt null, Punkt null, Punkt. Okay, das ist die IP-Adresse vom Schwein. Die waren damals noch anders aufgebaut. So, warte. Ein Bein? Wer wird das verlieren? Sie oder ich? Okay, warte. Unter der heiligen Stadt, wo Pantherpirschen, findet er das Jonagold und begibt sich auf die letzte Reise. Deswegen frage ich mich, das sind doch bestimmt... Spinning Jenny war die erste dampfgetriebene Webmaschine, okay. Spinning Jenny, das Weberschiffchen, Symbol für die englische Industrialisierung. Ich muss mehr trinken, um war das Black Panther? Über deine Worte zu bekommen, Schwein. War das gerade Black Panther? Klarheit. Seltsames Wort. Ist das überhaupt ein Wort? 13.0.0.0. ist der Titel von einem Album einer britischen Band. Das sag ich doch, jeder Satz ist irgendein Hinweis auf irgendwas. Okay, ich muss noch mal kurz saufen. Super interessant. Super interessant. Jonagold ist eine Apfelsorte. Okay. Der Hahn erzürnt die Henne. Klopf, klopf, lockte er sie hervor. Ich klau deine Küken und steck eine Feder dir ins Auge. Weiß ich nicht. Der Hahn erzürnt die Hände, klopf, klopf. Ich... Weiß ich nicht. Komische Dinge, sagst du mir da, Seherin Mathilda. Sehr komische Dinge. Okay, warte. Er schneidet die Halme, die wild unterm Dreiviertelmond tanzen. Doch Christi Heer folgt dem armen Soldaten in den Sand und zurück. Weil die meisten Sachen kapiere ich nicht, wenn ich ehrlich bin. Die meisten Sachen kapiere ich nicht. Was? Was sagst du da? Kreuzzüge? Der rote Spatz wird sich im Kuckucksnest einnisten? Der rote Spatz im Kuckucksnest? Okay. Fällt das Holz mal das Mehl? Am nächsten Morgen nur Asche ich zähl. Ah.
Okay, gut, warte. Dann mach ich hier nochmal. Ein Bein? Wer wird das verlieren? Sie oder ich? So. Offenbar ist das kein Alkohol. Offenbar ist das kein Alkohol. Wir sind nicht besoffen oder so. Wir haben keine Nachwirkungen. Was war das denn? Oh Gott. Oh Gott. Wir müssen es. Im Wasser wird Eisen schwimmen, so leicht wie ein Holzboot? Eisen? Tja, was ist das für ein Wahnsinn? So, warte. Mal gucken. Teufel. Schwan des Flusses. Der Handschuh schmückt den schlauen Mann des Wortes. Er spinnt die Reden, bemisst die Verse. Schwan des Flusses? River Swan? Okay. Ich trinke mal durch, ich gehe die mal alle durch. Vielleicht im wisst ihr da mehr als ich. Eisen wenn der Typ die Fresse halten würde. So leicht wie ein Holzboot? Der Typ Eisen? Krieg in Weiß und Rot. 30 Jahre pflügten die Söhne des zügellosen Löwen durch das Land. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Ach ja. So, warte kurz. So. Im Wasser wird Eisen schwimmen, so leicht wie ein Holzboot? So. Eisen? Ja, das eben war leicht. Was ist das für ein Wahnsinn, du Teufel? Das eben war leicht. Gefangen im Schicksal, zu Ruhm verdammt. Was wirst du für seinen getrübten Glanz geben? Wer wird sterben? Okay. Das weiß ich nicht. Junge. Wie viel vor allen Dingen? Ich muss mehr trinken, um Klarheit über deine Worte zu bekommen, Schwein. Das hört auch nicht auf, ne? Also wie viele Sätze sind das denn? Götter erheben sich, Könige fallen, doch der Amselruf wird nie verhallen. Hat sie recht, aber weiß ich nicht. Weiß ich nicht, okay. So. Ich muss mehr trinken, um Klarheit über deine... Warte. Schnalz die Lippen, denn du wirst des Königs Bratensoße. Okay. Wie schnalzt man denn die Lippen? Wie macht man das denn? Ich finde das Wort Schnalzen auch so ekelhaft. Ich muss mehr trinken, um Klarheit über deine Worte zu bekommen, Schwein. Verrat kocht in deinem Blut, Rabenschwinge. Geschwister ringen, bis Wölfe den Himmel verschlingen. Okay, ja, nun, wir werden Sigurd verraten wahrscheinlich. Ich glaube, ja. Also ich glaube, es wird passieren. Es ist gar nicht mehr so unwahrscheinlich. Inzwischen. Ich muss mehr trinken, um Klarheit über deine Worte zu bekommen, Schwein. Männer des Kirchenvaters. Schlangenzungen entzünden Fackeln in der Winternacht, um die Linie des Ersten auszulöschen. Bestimmt auch was Geschichtliches, oder? Bestimmt irgendwas Geschichtliches. Ich muss mehr trinken, um Klarheit über deine Worte zu bekommen, Schwein. Klar. So, oder? Templerorden. Okay, cool. Sind wir durch oder kommt da noch was? Haben wir es jetzt geschafft? Ich muss mir. Er ist im Schlafdorn gefangen. Befrei ihn! Befrei ihn! Wir sind noch nicht durch. Schlafdorn habe ich auch keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin. Alter, wie lange das geht, ne? Wie lange das geht? Schlafdorn? Oh Gott. Ich muss mehr trinken, um Klarheit über deine Worte zu bekommen, Schwein.
Dornröschen. Ja, Dornröschen. Oh, Dornröschen im Schlafdorn. Seltsames Wort. Ist das überhaupt ein Wort? Grüne Pferde springen aus dem Land des Drachen. Boah, die muss aber auch echt Spaß gehabt haben. Grüne Pferde, weiß ich auch nicht so genau. Vielleicht weiß das jemand von euch. Im Wasser wird Eisen schwimmen so leicht wie ein Holzboot. Eisen? Tja, was ist das für ein Wahnsinn, du Unter der heiligen Stadt, wo Pantherpirschen, findet er das Jonagold und begibt sich auf die letzte Reise. Ob das Black Panther ist, glaube ich nicht mal. Ich weiß aber auch nicht. Kam mir was mit Jonagold vor? Ein Bein? Wer wird das verlieren? Sie oder ich? Oh, Panzer vielleicht. Grüne Pferde, vielleicht Panzer. Das stimmt. Krieg in Weiß und Rot. Okay, ich glaube, wir haben es. 30 Jahre pflügten die Söhne des zügellosen Löwen durch das Land. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Die grünen Pferde aus dem Drachenland sind die walisischen Kavalleristen. Okay, da bin ich einfach raus. Da bin ich völlig, So, warte. Okay, warte. Ich muss mehr trinken, um Klarheit über deine Worte zu bekommen. Ich glaube, wir sind durch, er ne? Er schneidet die Halme, die wild unterm Dreiviertelmond tanzen. Okay, ja, wir sind durch. Dann mal weiter. Junge. Das war zum Glück überhaupt nicht viel. Ich bin sicher, ihr habt euch alle Sätze gemerkt. Ich muss mehr trinken, um Klarheit über deine Worte zu bekommen. Boah, ich bin froh, wenn ich von dem Typen weg bin. Das ist alles, was ich will. Ich will nur von dem Typen weg. Okay, aber wie kommen wir jetzt da unten hin? Eine Maske ist auch unten, okay. Das ist auch unten. Wir müssen irgendwo in den Untergrund kommen. Ich muss mehr trinken, um klein über dein Wort zu kommen. Ach, Connen. Der Connen. Buddeln. Okay. Hier geht's nirgends runter. Rauf geht es hier. Können wir da irgendwas machen? Nee, ne? Da ist noch ein Schlüssel. Das sind 40 Meter. Okay. Oh nein. Ich muss mehr trinken, um Klarheit über deine Worte zu bekommen, Schwein. Alles klar. Klarheit. Seltsames Wort. Ist das überhaupt... So. Entschuldigung. Ausgrabungsarbeiten. So, sehr schön hier. Wie war das nochmal? So, ne? Prima. Igitt. Nein! Ich höre ihn immer noch. Er verfolgt mich in meinen Träumen. Okay. Du willst mich noch verarschen. Ich bin froh, dass ich endlich hier unten bin. Und der Schlüssel ist da? Was sagst du da? Okay. So, hier ist die Maske. Offenbar nicht nur die Maske. So, hier geht's auch raus. So. Ich glaube, wir kommen von der anderen Seite mit dem Schlüssel dann raus, ne? So, okay. Okay. Dann einmal durch da. Da drüben ist schon die Truhe. Dann haben wir das Sushi ja auch mit. Was ist denn das? Okay. Schlüssel aufnehmen. Auf jeden Fall sogar. Dann nehmen wir hier noch die Truhe mit. Ein bisschen Sushi. Ein bisschen Tür öffnen. Ein Traum. Da ist Wasser. Komische Dinge, sagst du mir.
da, Seherin Mathilda. Sehr komische Dinge. Es sieht so aus, guck mal, mit den Schrägen. Ich glaube, da kommt man nicht wieder raus. Man muss dann irgendwie raustauchen irgendwo, ne? Wenn ich das richtig sehe. Wahrscheinlich irgendwo ganz anders. War da hinten noch irgendwas? War hier noch was? Ah, ja. Achso, das war das. Okay. Und hier ging es noch irgendwo anders lang. Nämlich hier eventuell. Oh, okay. So. So, und wir sind raus.